Hallihallo, meine Lieben. Ja, herzlich willkommen zu den Sternzeichen-Orakel für den Monat Oktober. Ja, ich bin gespannt. Der September war ja für viele relativ anstrengend, ne? Langziehend, also richtig viel Kraft gekostet. Und jetzt bin ich gespannt, wie es im Oktober ausschaut. Beginnen tue ich heute mit den Erdzeichen. Das heißt also hier die Steinböcke, Stiere und Jungfrauen sind gefragt. Und da gucken, was ist los bei euch im Oktober. Ja, ihr wisst ja, allgemeines Kollektiv, ihr könnt damit in Resonanz gehen oder eben auch nicht. So, dann gucken wir uns mal auf die Hauptthemen oder in die Hauptthemen. Da war einmal, die Chemie stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehung. Also da haben wir hier mit Sicherheit ein Liebesthema mit dabei. Also irgendwo gibt es jemanden, ja, zu dem du dich vielleicht hingezogen fühlst oder sehr stark hingezogen fühlst, oder es gibt jemanden, der sich zu dir sehr stark hingezogen fühlt, und das passt hier eigentlich soweit. Und wir haben hier, lass dir von Freunden helfen, bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Ja, also auch ein Freundes-, Bekanntenkreis-Thema, allgemein auch wieder jeder. Vielleicht brauchst du auch Hilfe in einer gewissen Angelegenheit, aber wir schauen uns das genauer mal an hier. So, erster Stapel. Ja, da haben wir hier die Nachrichten. Es geht also um das Thema der Kommunikation. Hier flattern auch Nachrichten im Oktober zu dir rein. Es könnte aber auch sein, dass du derjenige bist, der hier wieder in die Kommunikation geht. Ja, vielleicht gab es hier Stillstand, ne? Kann auch sein. Oder ja, du hattest schon längst länger keine Kommunikation mehr. Der Brief darf man nicht vergessen, ja, ist eher die oberflächliche Kommunikation. Also wir haben hier noch keinen Hinweis, dass es in die Tiefe geht, sondern dass also erstmal nur eine Kontaktaufnahme wieder vonstatten geht. Ja, das kann so ein Hallo, wie geht's sein oder lass uns mal wieder treffen, also irgend sowas. Aber wir schauen uns das mal hier genauer an. So, da haben wir einmal den Fuchs. Ja, es scheint also hier in der Kommunikation einiges schief gelaufen zu sein. Ja, hier gab es vielleicht Lügen oder man war nicht ganz ehrlich, vielleicht auch ein paar Intrigen, die stattgefunden hatten. Ja, vielleicht aber auch dieses Vorsichtige immer, ne, dass man immer aufgepasst hat, wie kommuniziert man was, und deswegen vielleicht auch die Oberflächlichkeit, ja, dass man also so ein bisschen zweifelnd auch war, wie soll man etwas sagen. Und die zweite Karte ist hier der Turm. Ja, das heißt, das wird aber hier beendet, wie man hier sieht. Ja, also das, was jetzt hier falsch gelaufen ist oder ja, wo Zweifel, Unsicherheiten, Lügen, Betrügen, nenn es wie du willst mit dem Fuchs, ne, wird also hier mit dem Turm beendet durch die Kommunikation. Das heißt, habe hier auch ein bisschen so dieses, dass sich hier was aufklärt bei dir. Ja, hier geht es also in die Klarheit rein. Das heißt also, etwas, was dir vielleicht nicht gepasst hat, was dich traurig gemacht hat, ja, wird sich nun hier klären. Für viele kann es auch hier eine behördliche Angelegenheit sein, ja, wo vielleicht lange Zeit immer wieder irgendwie der Wurm drin war sozusagen. Dann wird das hier auch ad acta gelegt. Das heißt also, wenn es vielleicht um Anträge geht, ja, so behördliche Ämter-Sachen, ja, dann hört sich das hier auf. Also, dass sich irgendwas gezogen hat oder dass etwas, wie gesagt, nicht in die richtige Richtung gelaufen ist. Auch der falsche Zeitpunkt könnte den Fuchs auch darstellen, ne, dass es also immer wieder irgendwo angeeckt hat. Es hat also da zu dieser Zeit nicht gepasst, aber das wird hier nun alles hier beendet. Ja, es könnte auch im Beruflichen etwas sein, je nachdem, auf welches Thema du guckst, aber wir schauen jetzt mal weiter. Dann haben wir hier den Arzt. Ja, es kommt also Hilfe hier rein, hier gesundet auch sozusagen wieder etwas, ne? Man sieht ja hier sehr schön auf dem Bild, der Arzt kommt ja nur, wenn jemand krank ist oder wenn irgendetwas kränkelt, ja, dann kriegt man hier in der Regel eine Medizin, damit man also wieder hier gesund wird, damit alles wieder besser wird. Und das sieht man hier auch mit Fuchs und Turm, ne? Also gerade was das Thema der Kommunikation betrifft, ja, wird es hier auf alle Fälle wieder besser werden. Ja, und La Superbia, das ist ja der Stolz hier in der Angelegenheit, ne? Dass man sagt, man war vielleicht auch zu stolz, Hilfe anzunehmen. Ja, wir hatten das hier mit den Laste von deinen Freunden helfen sozusagen. Das kann natürlich hier schon auch so eine Rolle spielen, ja, weil Hochmut kommt natürlich immer
vor dem Fall. La Superbia ist auch so ein bisschen so diese Arroganz. Ja, das kannst jetzt du gewesen sein. Ja, ich kann es ja nicht ausschließen. Es kann aber auch eine andere Person gewesen sein, dass du vielleicht auch zu stolz warst, dir helfen zu lassen und dadurch ist alles irgendwo falsch gelaufen, weil du hier dachtest, du schaffst das selbst. Na, und hier haben wir es ja schön, bitte anderen Unterstützung. Also wenn du hier irgendwo eine Angelegenheit jetzt im Oktober reinbekommst, wirklich auch sei nicht zu stolz und sei nicht zu arrogant oder zu eitel, ja, um dir hier Hilfe zu suchen, weil wir haben hier den Arzt und das ist jemand, der dir also hier gerne helfen möchte oder dich unterstützen möchte. Ja. Das kann natürlich auch für dein Gegenüber stehen, ja, dass man einfach hier falsch kommuniziert hat, weil man einfach zu stolz war, zuzugeben, dass man vielleicht mit der Sache überfordert ist, dass man nicht zurechtkommt, dass man gewisse Zweifel oder Ängste hat. Ne? Also auch das könnte hier sein, auch im Job, im Beruflichen. Also münze es hier auf das Thema rüber, was für dich wichtig ist, ja, oder guck einfach mal, was auf dich zukommt jetzt dann. Aber hier, wie gesagt, löst sich einiges auf, wie wir hier sehen. Ja, also nimm, wenn du wirklich ein Problem hast, gerade hier vielleicht mit behördlichen Sachen, ja, dann nimm die Hilfe an. Hier kommt jemand oder hier ist jemand, der dir da durchaus raushelfen kann aus der Geschichte oder der dir hier ja etwas gibt, was dir sozusagen hilft, ja, dass sich das Ganze bessert oder dass man endlich abschließen kann mit irgendjemanden oder etwas, ja. Also sei da, wie gesagt, achte darauf, dass du einfach diese Hilfe auch annimmst, wenn man sie dir anbietet, ja, oder red auch vielleicht mit jemandem drüber, ne? Vielleicht hast du hier nur oberflächlich kommuniziert und es ist alles irgendwie, ja, beschissen gelaufen im wahrsten Sinne des Wortes, aber wie gesagt, einfach weil du zu arrogant warst oder einfach zu eitel, ne? Man versucht ja immer alles selber zu regeln und manchmal kommt man da vom Regen in die Traufe, ne? Und man hätte eigentlich Leute, die einen da unterstützen, aber dann nimmt man es nicht an. Also das wird so ein Thema im Oktober für dich sein. Wie gesagt, lass dir helfen. So, dann auf die Chemie stimmt. Ne? Das ist, kann die Kommunikation jetzt zwischen dir und deinem Wunschpartner sein, sofern einer vorhanden ist. Ja, für die Singles kann es natürlich auch hier eine andere Person sein, ein Freund, Freundin, wo vielleicht auch hier falsch kommuniziert worden ist. Ja, du hast vielleicht auch deine Hilfe angeboten und dieser Mensch hat es ausgeschlagen. Auch das wäre hier eine Variante. Und dein Wunschpartner, wie gesagt, ja, dasselbige. Ne? Man hat also, weil man hier keine Hilfe wollte oder weil man einfach ja zu eitel war, irgendwas anzunehmen, ist das hier passiert. Aber wie gesagt, das löst sich hier auf. Und wir haben hier das Skelett. Und das ist das Karma. Und hier heißt es, richte deine Seele auf das innere Licht in jedem Menschen. Ja? Und das ist im Endeffekt genau das, wir kriegen ja nicht aus Zufall diese Menschen in unser Leben geschickt, sondern es hat ja einen Hintergrund, zum einen, dass wir was lernen. Vielleicht ging es auch wirklich um das Lernen, richtig zu kommunizieren. Ja? Und auch mal lernen anzunehmen und zu empfangen. Und diese Karte will uns aber auch darauf hinweisen, dass man sagt, jo, jeder hat seine eigenen Themen, ja, also jeder agiert aus seinen eigenen Verletzungen raus und deswegen sollst du das auf das innere Licht in jedem Menschen richten, dass du also ein bisschen hinter den Vorhang guckst, warum man das vielleicht gemacht hat, ja, weil also hier anscheinend irgendwelche Probleme waren, ja, oder noch sind und aufgrund dessen hat man so reagiert, ja, und das kennst du mit Sicherheit auch von dir selber gut genug, ja, dass man oftmals aus einer Emotion raus, aus einer Angst oder aus einem Zweifel raus irgendwas macht, ja, ja, was halt, was man hinterher dann einfach bereut oder wo man hätte gesagt, ja, das hätte ich vielleicht anders machen können. Ne? Und deswegen richtet da ein bisschen das Licht darauf, ja, dass es hier einfach auch einen Grund gab. Ja? Ich weiß, es ist nicht immer alles zu verzeihen und man soll auch nicht immer alles dulden, um das geht es gar nicht, nur einfach ein bisschen in den Hintergrund zu gucken, warum. Ja, weil es macht keiner irgendwas absichtlich. Ne? So, dann haben wir hier den zweiten Part, das sind die Routen. Also man sieht schon, ne? Es darf also hier was bereinigt werden. Hier geht es hier nochmal die Kommunikationskarte. Also es werden im Oktober für euch Erdzeichen relativ viele Gespräche auch stattfinden, ja, relativ viel Bereinigung wieder. Ich kann mich erinnern, das September-Orakel, wo ich schon gesagt habe, lass die Zweifel und das Misstrauen los, da waren ja die Erdzeichen am
allermeisten betroffen, ne? Das Sicherheitsthema natürlich. Und hier ist es auch nochmal so, dass man sagt, hey, du darfst jederzeit mal annehmen, ja? Du musst nicht immer alles. Ich weiß, die Stiere, die Erdzeichen, ne, sind sehr beständig, sehr auf Sicherheit bedacht, ziehen auch Sachen durch, schauen, dass sie immer alles irgendwo alleine schaffen, ja? Das soll sich hier im Oktober jetzt ein bisschen lösen, dass es auch für dich leichter wird, indem du einfach mal annimmst und empfängst, ja? Also, dass du aus diesem Kampfmodus, ich muss immer alles alleine machen, ja? Und ich muss da ständig irgendwas tun, schauen, machen, ne? Nein. Na, sondern jetzt geht es eigentlich auch mal darum, dass du sagst, hey, das kann ich nicht oder da bin ich überfordert damit, ich hole mir einfach mal Hilfe, ja, weil das ist ja keine Schwäche, die du zeigst, ja, sondern eigentlich ist das eine Stärke, die du an den Tag legst, indem du einfach sagst, hey, ich kann vieles, aber da brauche ich einfach Hilfe, ne, weil das einfach nicht mein Bereich ist oder meine Aufgabe ist und deswegen hole ich mir einfach hier Unterstützung, ja. Also hier auch nochmal viel reden, reden, reden. So, schauen wir mal weiter. Ja, dann haben wir hier den Hund. Das ist, ja, es kann für viele eben der Freundeskreis sein. Vielleicht ein bestimmter Freund, Freundin, um den es hier geht. Vielleicht aber auch hier, na, für viele ein Wunschpartner, ein Seelenpartner, wo das Gespräch jetzt auch wieder gesucht wird oder wo man etwas zu bereinigen hat. Dann haben wir natürlich mit dem Hund auch wieder das Vertrauen. Das ist wieder sehr schön im Kontext hier. Ne? Hier haben wir Misstrauen und Zweifel. Hier haben wir Selbstwert und Selbstliebe. Also es ist schon dieses Thema, ja, sich selbst zu vertrauen und zu sagen, ja, ich weiß, dass alles gut wird, aber in der und der Hinsicht brauche ich halt vielleicht jetzt mal Unterstützung. Punkt, Ende, aus. Ne? Also wie gesagt, das ist keine Schwäche, sondern es ist eigentlich Stärke, das zu zeigen. Und da haben wir den Schlüssel, ja, und das ist, mit Sicherheit kommt hier etwas rein oder mit Sicherheit gibt es hier Freunde, Bekannte oder jemanden in deinem Umfeld, der dir helfen kann oder helfen will. Und dann haben wir natürlich hier auch die Anziehungskraft zu einer gewissen Person, ja, das könnte, wie gesagt, der Hund ist für mich eine männliche Person, könnte aber auch eine weibliche, wenn wir das allgemeine Kollektiv haben. Hier kommt also jemand auch mit Sicherheit wieder mit Kommunikation auf dich zu. Vielleicht ist es erstmal nur eine Freundschaft, auf wo ihr gerade seid, ja, oder in der Kennenlernphase, wo ihr aufgebaut habt. Oder es war eben seit einer geraumen Zeit hier einfach eine Distanz zwischen euch beiden, weil eben durch die Kommunikation viel falsch gelaufen ist, ja, dass man also hier vor lauter Eitelkeit und Stolz einfach das Ganze ad acta gelegt hat. Dann kann ich dir hier sagen, da kommt wieder jemand auf dich zu, mit Sicherheit sogar, weil man hier irgendetwas auch bereinigen will. Insofern kannst es aber auch du sein, ja, gerade wenn du vielleicht derjenige hier warst, dass du die Initiative ergreifst und auf jemanden hier wieder zugehst, um eine gewisse Sache hier zu bereinigen oder zumindest mal das Gespräch zu suchen, um zu sagen, okay, das war aus dem und dem Grund und deswegen ist es falsch gelaufen. Hier haben wir L'Allegria, das ist eigentlich eine Feierkarte, wie man hier sieht, ne? Hoch die Tassen. So. Also man möchte schon wieder auch in die Geselligkeit kommen, also das heißt wieder ein Miteinander Spaß haben, ja, was vielleicht hier auch, wie gesagt, durch diese Distanz gelitten hat. Und hier haben wir Stanza, das ist also die Privatsphäre. Also im Endeffekt kann es sein, dass man dich vielleicht einlädt oder plötzlich zu dir nach Hause kommt, auf der Matte steht sozusagen, alles ist hier möglich, ja, aber auch ein bisschen aus der Einsamkeit zurückkommt oder sich einfach mit dir zurückziehen möchte, ja, alles hier möglich. Und dann haben wir hier den Wald, die Gesundheit, arbeite, aber gib auch der Freude Raum, ja, und wie gesagt, das ist hier die Feierkarte oder einfach, dass man sich wieder mal entspannt, sich auch hier in die Geselligkeit wieder betrifft. Das heißt, dass gerade wenn du dich auch vielleicht zurückgezogen hast, aufgrund, dass hier ja einfach sehr viel schiefgelaufen ist, gerade vielleicht auch im Freundeskreis, ne, dass du jetzt hier, man kommt auf dich zu oder du kommst wieder auf die anderen zu und dass man sich einfach wieder zusammensitzt, ja, ob jetzt draußen oder bei dir zu Hause, das ist jetzt egal. Man hat viel gearbeitet, man hat viel gemacht, ja, und jetzt geht es auch wieder, dass du der Freude wieder Raum gibst, ja, also gerade wenn hier, ja, so eine Distanz zwischen euch geherrscht hat, ja, man hat nicht mehr viel gesprochen, man hat nicht mehr viel unternommen, vielleicht wart ihr früher sehr viel unterwegs, also hier geht es wirklich darum, wieder Freude im Leben zu haben, ja, und das will auch hier eine bestimmte Person oder bestimmte Personen wieder mit dir haben oder du eben mit diesen Personen. So, es kann aber auch hier im Arbeitsbereich sein, ja, dass man hier auch freundschaftlich oder deinen Wert erkennt und auf dich zukommt jetzt, weil man einfach sich mit dir hier zusammensetzen will und einfach gewisse Sachen auch besprechen möchte, ne. So.
So, dann haben wir den dritten Stapel und da haben wir das Kind. Also hier geht es um einen Neuanfang, wie wir hier sehen. Ja, hier soll etwas Neues entstehen. Ja, das Kind ist tatsächlich der Neuanfang, ja, aber wir haben hier einen kleinen Neuanfang. Das heißt, also es steht in den Kinderschüchern, also alles noch ganz am Anfang. Das heißt, hier will nochmal jemand von vorne beginnen. Also nochmal von neu anfangen, so könnte man es auch sagen. Dann haben wir hier die Schlange drauf bekommen. Ja, es könnte sich jetzt hier um eine weibliche Freundin handeln oder um weibliche Personen, aber wie gesagt auch um männliche. Wir haben hier ein bisschen die Zeitverzögerung drauf oder manche Umwege, die man vielleicht auch gegangen ist oder noch geht. Ja, Abhängigkeiten und Verstrickungen. Jetzt schauen wir mal, was die nächste Karte ist. Ah ja, guck mal, schau mal, da kommt der Blumenstrauß. Das ist also die Einladung. Ja, also für viele kann es tatsächlich so ein Freundinnen-Thema gewesen sein. Ja, dass man zwar eigentlich auf der gleichen Wellenlänge schwimmt, aber irgendwas dazu beigetragen hat, dass es also kurz mal in die Disbalance oder in die Distanz gegangen ist, weil einfach hier, ja, wie auch immer, Lügen, Misstrauen, Zweifel, irgendwas der Grund war, auch natürlich die Eitelkeit eine große Rolle gespielt hat. Und jetzt versucht man aber wieder aufeinander zuzugehen. Und das heißt, diese Dame könnte dir hier tatsächlich eine Einladung aussprechen, ja, wieder auf dich zukommen, um zu sagen, hey, komm, lass uns das hinter uns lassen und beginnen wir nochmal von vorne oder beginnen wir nochmal neu. Und da bist du auch selber drauf gefallen. Ja, also da geht es schon um dich hier. So, wenn es keine Freundin ist oder ein Freund, ja, dann haben wir hier über Umwege. Ja, es liegt noch ein bisschen zeitverzögert da, aber ich sehe hier auch, dass diese Einladung, die man gegenüber dir aussprechen wollen wird, jetzt mal, sich irgendwo verzögert hat. Das heißt, entweder hat man sich gegenseitig blockiert, also schon lange Nachrichten irgendwo in der Pipeline stecken, ne, und konnten aber nicht zugetragen werden, so ungefähr. Ne? Also irgendwo haben wir hier eine Verzögerung drin. Es kann aber auch eine Einwirkung von außen gewesen sein, ja, dass es sich alles verzögert hat, dass es letztendlich hier zum Neubeginn kommt. Wenn man es jetzt zeitlich mal so sehen würde, ja, dann haben wir hier den Frühling mit bei. Na, ich weiß, jetzt werden wieder viele sagen, ja, zuerst hat sie gesagt der Sommer, dann hat sie gesagt der Winter, jetzt ist es der Frühling. Ja, ich weiß. Na, brauchen wir nicht in die Kommentare schreiben, ich weiß es. Es ist ja auch nur eine Zeitrichtung, na, was ich hier sehe. Und wie gesagt, es könnte sich noch ein bisschen verzögern, bis es tatsächlich zum Neubeginn kommt zwischen euch beiden, wie auch immer. Und das könnte hier früher sein, ja, gerade wenn halt noch erstmal sich wieder angedockt wird, Gespräche geführt wird, Bereinigung stattfindet und bis das Vertrauen hier wieder mit Sicherheit aufgebaut ist, ja, kann es sich natürlich noch ein bisschen ziehen und wir haben schon Oktober, ja, also früher ist nicht so weit entfernt, ne? Aber liegt ja auch an dir, sage ich mal, ob du diese Einladung noch rauszögerst oder nicht, das heißt also, ob du die annimmst oder nicht oder ob du vielleicht noch stur bist, ne? Und erstmal ja, die hier zeigen lässt, wie auch immer. So, jetzt schauen wir mal hier weiter. Hier haben wir Amalato, ja, das ist, hier kränkelt was oder hier hat man einfach sich schlecht gefühlt oder die Person fühlt sich schlecht. Ob das jetzt eine Freundin, Freund ist oder ob es der Wunschpartner ist. Man möchte auf alle Fälle hier auf dich zugehen. Hier könnte natürlich auch eine dritte Person noch eine Rolle gespielt haben. Definitiv, ja. Dass das sich deswegen verzögert hat, ja. Aber man wird hier auf dich zukommen, weil einfach dieses, ja, Schwierige und dieses Zeitverzögernde und dieses, ja, wie die Schlange, man windet sich, ne, das macht einen hier schon krank, ja. Das tut dir nicht gut, wie man hier sieht, tut auch der anderen Person nicht gut. Und deswegen möchte man ja gerne hier ein Zusammentreffen haben, ja, oder dass man zumindest wieder ins Gespräch kommt und etwas bereinigt. Hier haben wir Letterato, ja, das ist dieses sich hinsetzen und zu sinnieren und zu sagen, okay, wie gehe ich denn jetzt vorwärts? Das hatten wir vorhin schon mal, ne, wo ich gesagt habe, da geht es um die Kreativität, also man schaut, wie tut man das am besten, ja, das ist so ein bisschen dieses Nachdenken und ja, was ist der beste Weg? Wie gehe ich vor? Was kann ich schreiben? Ja, wie schaue ich, dass ich liebevoll und freundlich auf diese Person zugehe? Na, alles diese Themen. Und dann haben wir hier schon die Nachrichten. Na, Messagere, das ist schon, hier wird man sich tatsächlich mit dir in Verbindung setzen. Ja, man wird sich aber was einfallen lassen. Ja, die Blumen stehen hier auch für die Kreativität. Ja, das heißt, egal wer es ist, man wird kreativ werden.
um sich bei dir zu melden. Ja, also das wird nicht so eine, ja, 0815-Geschichte, wie es jetzt vielleicht in der Vergangenheit war, sondern jetzt versucht man schon hier ja, was an Frau, an Mann zu bringen, ja, etwas, was aber auch Beständigkeit hat. Also man möchte ja Sicherheit oder man möchte wieder Stabilität auch reinbringen. Das heißt also, man wird nicht hier mit irgendeiner Larifari-Nachricht auftauchen, sondern das ist dann schon etwas, was hier Hand und Fuß hat, ne? Definitiv. So. Und dann haben wir hier das Heu und das ist das kleine Glück. Lass dir genügend Freiraum für ein spontanes Leben. Ja, also hier wird es spontan sein, gerade auch wenn es sich noch ein bisschen verzögert. Aber diese Verzögerung eigentlich nur, weil man überlegt, wie man am besten auf dich zukommt. Ja, weil es soll ja eine Überraschung für dich sein oder eine Freude für dich sein. Wie gesagt, also entweder Stress mit einer Freundin, Freund, den du vielleicht hattest, ja, wo man hier vielleicht deine Hilfe ausgeschlagen hatte oder du hast die Hilfe einer anderen Person ausgeschlagen. Zum Thema Wunschpartnerbereich sieht man es eigentlich ganz klar. Viel falsch gelaufen in der Kommunikation, möchte man aber jetzt wieder bereinigen, ja, sich treffen, irgendwo dich einladen. Man möchte schauen, dass man hier oder dass du auch wieder Vertrauen aufbaust und dass man oder dass, ja, dass man sich vertrauen kann, beziehungsweise dass du demjenigen wieder vertraust oder du bist das, ne, die hier irgendwie wieder was gut macht und hier auch versucht, das Ganze wieder in die Stabilität zu bekommen. So, jetzt kannst du natürlich das Ganze auf den Arbeitsbereich oder Job ummünzeln, ne, gerade wenn hier was mit Ämtern und Behörden ist. Also hier wird es jemanden geben, wie ich schon vorher sagte, der auf dich zukommt und dir helfen wird, ja, dass du aus dieser Sache rauskommst, dass sich also hier alles für dich, ja, positiv und zum Freudigen wendet, ja. Auch in der Arbeit kann es sein, dass es Missverständnisse gab, vielleicht mit einer Kollegin, Kollegen, mit dem Chef, Chefin, wie auch immer, ja, wo man aber jetzt, wie gesagt, wieder aufeinander zugeht. Vielleicht hat da auch die Eitelkeit oder die Arroganz eine große Rolle gespielt, ja. Versucht man aber auch hier wieder mit dir zu klären oder beziehungsweise, ja, hier da was voranzutreiben. So, dann haben wir hier unterm Stapel in Bälde. Entscheide klar, was du willst, damit es jetzt zu dir kommen kann. Ja, also guck, wie möchtest du es gerne haben? Wie gesagt, hier geht es auch vielleicht, na, entscheide, was du willst. Hier, deswegen ist man hier auch bemüht und kreativ. Und natürlich geht es auch für dich in der ersten Linie auch zu gucken, möchtest du das noch oder möchtest du das nicht? Ja, aber ich würde mir jetzt einfach mal anschauen, was auf dich zukommt. Lass dir mal den Kelch reichen. Und wie gesagt, dann guck mal rein, was man dir anbietet. Und dann entscheide ganz klar, ne? Aber natürlich auch jetzt in die Klarheit zu gehen und zu wissen, was man möchte, ne? Gerade wenn hier sowas stattgefunden hat, dass es hier Lügen, Missverständnisse und so weiter kommt, entscheide, ob du das willst, damit du das dann auch anziehen kannst. Das ist das Gesetz der Anziehung. So, dann haben wir hier das Haus. Ja, auch hier wird wieder das Thema der Stabilität und Sicherheit angepriesen. Natürlich auch wieder den Ausgleich, der hier stattfinden soll. Na, hier haben wir schon dieses Falsche, was hier in den Sarg gelegt werden soll, damit also hier was wachsen kann. Na, hier haben wir auch Seelenwachstum drauf, wie man hier sieht, auch hier wieder die Einladung, damit sich was hier verändern kann. Könnte auch nochmal eine Einladung zu einer Reise sein vielleicht oder zu einem kleinen Ausflug. Wir haben ja hier mit den Blumen die Überraschung. Ja, also hier lässt sich tatsächlich wirklich jemand etwas Schönes, Ordentliches für dich einfallen. So, dann haben wir hier die Sterne drauf. Also auch hier nochmal, wo ich gesagt habe, viel wird sich klären, viel Klarheit kommt auch für dich im Oktober rein. Ja, hier haben wir nochmal, ja, damit in Kürze passt jetzt die nächsten 2 bis 4 Tage, 4 bis 8 Wochen. Vielleicht nochmal mit einem Obrigkeit, ne, wie ich gesagt habe, Chef, Chefin, Ämter und Behörden, ne, wo es Blockaden gab. Da wird sich in Kürze das Ganze hier auflösen. Hier kommt über die Öffentlichkeit neue Wege, neue Möglichkeiten rein. Ich sage ja, vielleicht aber auch hier ein Vater, der dir hilft. Hier haben wir auch das Thema aus der Vergangenheit, ne, dass hier auch jemand aus der Vergangenheit kommt, der lange blockiert war, vielleicht war aber auch die, wie ich vorher sagte, die Öffentlichkeit blockiert. Ne? Das, hier wird vielleicht eine Blockade aufgehoben, weil man sich hier eben, wie gesagt, entscheiden möchte, dass es wieder zu einem Neuanfang kommt und man möchte hier Ausgeglichenheit und Stabilität haben. Also, ne? Also da bin ich mal gespannt bei den Erdzeichen. So, dann haben wir hier, ja, Dispicere, das ist, ja, man war traurig, ne, das, man weint hier, die Dame, ne, man ist einfach traurig, hier kamen auch vielleicht in der Vergangenheit Mitteilungen rein, die traurig gemacht haben, wie man hier ja schön sieht, ne, oder ist, kommt was rein, aber man möchte es wieder gut machen, ne, man wird hier, deswegen das Skelett, ne, hier macht jemand etwas, weil er eitel oder arrogant ist, ja, und er bereut es aber hinterher,
Ne? Oder es ist schon passiert, weil wir es ja schon in der Beendigung haben. Ne? Und darüber ist man traurig. Und da kann hier tatsächlich, ja, hier La Vecchia Signora, das ist natürlich hier im Endeffekt dieses Reifen auch, dass man erwachsen wird. Aber es kann hier tatsächlich noch eine dritte Person eine Rolle gespielt haben. Hier haben wir die Mama und wir haben hier Denari das Geld. Ne? Also hier wieder irgendein Kack wieder, hatten wir schon so oft. Ne? Il ladro, der Diebstahl. Also irgendwas ist hier falsch gelaufen. Und man hat hier auch anscheinend Geld verloren, wie man sieht. Vielleicht auch in die falsche Person investiert. Hier haben wir aber die Spiritualität dabei, ne? Die das Ganze hier eigentlich ja, schon einleitet, dass man sagt, hey, du musst dich nicht mit irgendwas begnügen oder zurechtfinden, sondern du hast das Beste verdient, ja, und das ist das Glück, ne? Also da, wie gesagt, da ist was im Hintergrund, vielleicht erzählt man dir das dann aber auch. Das hatte ich aber schon mal, ne, also ich habe das immer wieder, dass hier Klärung und auf euch zukommt und dass man euch auch sagen wird, warum. Und dann haben wir hier die Tasche und das ist wieder die Entscheidung, ja. Unsere Lebensaufgabe besteht darin, den Sinn des Lebens zu entdecken, ja. Und wie ich am Anfang schon sagte, niemand kommt aus Zufall in euer Leben, sondern auch ihr dürft dabei was lernen. Vielleicht auch nicht so gutgläubig zu sein und sich allem und jedem zu vertrauen, ja. Das könnte eine Sache sein, aber auch hier mal dieses Misstrauen und die Vorsicht abzulegen, ne, wenn, gerade wenn das zu stark ausgeprägt ist, dass man sich einfach auch mal auf etwas einlässt, ne? Lass dir genügend Freiraum für ein spontanes Leben. Das heißt also nicht alles wieder zerdenken und ständig irgendwo das, wie sagt man, die Katastrophe schon sehen, sondern einfach sich auch mal etwas geben. Ne? Das ist Annehmen und Empfangen ist für die Stiere im Oktober hier sehr wichtig. Also du darfst annehmen und empfangen. Ist nichts in der Aktivität drin, außer du wärst derjenige gewesen, der hier Bock missgebaut hat, dann ist es natürlich deine Aufgabe, hier auf den anderen wieder zuzugehen, ja, und im Endeffekt den Sinn des Ganzen dahinter zu verstehen. So, heute dauert das kleine Mini-Orakel-Sternzeichen ein bisschen länger, aber ihr seht, sehr schöne Botschaften für den Oktober, für die Erdzeichen. Also wir haben hier sehr, sehr viel Stabilität und Klarheit, die reinkommt. Es löst sich viel auf und es wird wieder zur Kommunikation gehen und auch Neubeginn, in welchem Bereich auch immer. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und speichert euch das Ganze mal ab. Ich finde es immer sehr spannend. Und ja, berichtet mal zwischendurch, ob sich da etwas gezeigt hat. Ja, das war's von mir mit den Erdzeichen. Die nächsten Sternzeichen folgen. So gucken, wer das nächste ist. Ja, und dann schauen wir mal da. Sehr, sehr spannend, der Oktober. Ja, bis dahin. Ich wünsche euch was und bis bald. Ciao, ciao. Eure Melanie.